Genau, als nächstes haben wir jetzt eine Dame aus dem Publikum, die noch ein, zwei Worte sagen wollte. Und wir kommen jetzt eh auch ziemlich zum Ende. Wir haben jetzt noch drei Redner, so 10 Minuten Rede. Und dann wollten wir noch für alle, die noch da sind und noch Lust darauf haben, eine kurze geführte Meditation machen, bei der die Salzburger Nockerl uns musikalisch begleiten werden. Mich würde freuen, wenn wir noch ein paar so lange durchhalten. Ich weiß, es ist kalt und die Veranstaltung geht schon ziemlich lang, aber es war super, dass ihr alle da seid und ich freue mich sehr. Mehr. Hallo, hört man mich? Hallo Salzburger, ich bin die Sophia Hess. Geht's jetzt gut? Ich bin nicht gewohnt zum Reden, aber ich muss was sagen. Meine Mutter ist total verängstigt wegen der Maskenpflicht und der Krankheit. Sie geht nicht mehr aus dem Haus und will mich zwingen, auch eine Maske zu tragen. Die Leute wünschen sich aber Vormundschaft. Das ist Corona auf Bulgarisch und meine Mutter ist WhatsApp-süchtig geworden und total aggressiv und geht mit mir nicht aus dem Haus, obwohl ich eine Maskenbefreiung habe. Diese bewirkt mir, dass ich krank bin, dass ich behindert bin, dass ich von der Gesellschaft ausgegrenzt werde, dass ich nirgendwo hin darf, nicht wegen der Krankheit und wegen den SARS, sondern weil ich behindert bin und behinderte Frauen dürfen nicht diskriminiert werden, Bundesgesetz 2017. Und ich darf nicht in die Kirche, ich darf nicht in das Landeskrankenhaus, ich werde dort nicht behandelt, weil das Hausrecht über allem steht. Auch in meinem Triangel darf ich nicht mehr hin, wo ich früher die Prinzessin war. Und ich darf überhaupt nichts mehr. Ich bin eine Verbrecherin, weil ich gegen diese Covid-Maßnahmen verstoße, weil ich krank bin. Das ist eine Katastrophe und ich kann nicht mehr. Ich war nach der ersten Zeit, wo ich eingesperrt war, ganz alleine, weil ich ein Risikomensch bin. Ich habe eine Woche von meiner Reha in Goldeck verloren im März. Da hat sie geheißen, sie haben Diabetes, sie sind ein Risikomensch, sie dürfen nicht mehr hinausgehen. Und ich habe dann eine gute Zeit gehabt, aber dann war es zu lang. Und nach diesem Shutdown war ich in der Psychiatrie, in der Klinik, weil ich das Alleinsein nicht mehr ausgehalten habe. Und das Social Dancing oder Dienst, keine Ahnung, wie man das nennt. Ich will umarmt werden, ich will geküsst werden, ich will normale Leute treffen, ich will unter Gesunden sein, auch wenn ich behindert bin. Ich will ein normaler Mensch sein dürfen und ich kann nicht mehr, ich sag's euch. Und jetzt kommt noch dazu, meine Mutter sagt, ich bin Rechtspopulismus und ich bin Kickl, weil ich sage, ich wehre mich dagegen. Und ich heiße nicht mehr Hess, mein neuer Name ist Jägerstätter. Ich lebe nach meinem Gewissen und mache nicht mehr das, was Staat und Kirche sagen, denn Jesus sagt, sie können euch den Leib töten, der Seele aber nichts antun. Und ich glaube an ein Leben nach dem Tod, wo es uns viel besser gehen wird. Wenn jemand keine Maske tragen braucht, bitte geht's nach St. Peter in den Gottesdienst, woanders werdet ihr nur segiert und ich trinke Weihwasser. Das hilft mir gegen Covid, wie ich glaube, und nicht die leeren Fässer da in den Kirchen, wo man nicht einmal eine Tauferneuerung haben darf. Also ich bin auch in meiner Religionsfreiheit eingeschränkt, total behindert. Und ich stehe auf gegen Gerechtigkeit und bin eine Löwin im Sternzeichen und ich bin laut. Wäre ich nämlich leise sein müsste, dann wäre ich im Mutterleib oder nach meinem Schlaganfall einen Tag nach der Geburt gestorben. Und ich bin nicht, ich kann reden und ich werde laut sein. Danke. Du bist so normal. Ja, wie ihr geht es leider vielen Menschen, die die Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können. Ich selber kann sie auch nicht tragen aus gesundheitlichen Gründen und ich erlebe es auch jeden Tag. Immer wieder, die letzten Wochen wesentlich stärker als davor.